So, schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Spiels KFC Uerdingen gegen den FC Ingolstadt. Der KFC verliert vor 2658 Zuschauern 0:3 gegen den alten und neuen Spitzenreiter. Links von mir sitzt Gästetrainer Jeff Salbene, rechts KFC-Trainer Heiko Vogel. Der Gast hat wie immer das erste Wort. Bitte schön. Ja, eigentlich nur zufrieden mit dem Resultat. 3-0 auswärts gewinnen in Uerdingen ist sicher positiv und gut, aber die Art und Weise ist mir zu wenig. Wir sind im Ballbesitz, haben extrem viele Fehlpässe und wir haben viel Leidenschaft, wir sind gut organisiert und jeder kämpft für den anderen. Das ist gut und das soll auch so bleiben, aber wir müssen andere Ansprüche haben, was das Fußballspielen anbelangt, und da sind extrem viele Fehlpässe, extrem viele Kontersituationen, die wir schlecht abschließen, und da müssen wir uns unbedingt verbessern. Klar, 5 Spiele, 13 Punkte, super, wieder zu 0 gespielt, alles gut. Aber bitte nicht blenden lassen, weil da ist noch extrem, extrem viel Potenzial nach oben. Ich denke, dass Punti kurz vor Schluss steht 1-0, macht eine Riesenparade, sonst geht das Spiel 1-1 aus. Und also so deutlich, wie das Resultat aussieht, war bei weitem das Spiel nicht. Und deshalb schön Ball flach halten und weiterarbeiten. Dankeschön. Heiko, dein Statement. Ja, erstmal Gratulation zur Tabellenführung und zum 3-0, Chef. Ja, vieles hat Chef schon vorweggenommen. Ich bin natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden und auch mit dem Spiel habe ich auch ein bisschen zu hadern. Ja, ich glaube, dass wir natürlich, wenn du in der zweiten Minute durch so einen gravierenden individuellen Fehler 0-1 in Rückstand gerätst, ja, dann ist das immer ein bisschen irritiert. Aber wir haben es dann eigentlich versucht, bis zur 90. alles aufzuwenden, was uns möglich war, waren da aber nicht immer zwingend genug. Und wenn wir da mal zwingend gewesen wären, dann hat der Schiedsrichter noch schön gegen uns gepfiffen. Ich meine nicht die Situation zum Elfmeter, das war kein Elfmeter, aber davor, glaube ich, Grimaldi setzt sich durch und wir gehen 2-1 aufs Tor zu. Indiskutabel. Und ich glaube, dass Ingolstadt häufig nur eine robuste Gangart übrig geblieben ist, durften sie auch. Ich glaube, weit über 20 Fouls. Keine Schiedsrichter, die das unterbinden, wird dann schwer. Danke, Heiko. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine Fragen? Dann darf ich aufs nächste Spiel hinweisen, am kommenden Samstag, 24.08. 14 Uhr bei Preußen Münster. Den Gästen einen guten Heimflug. Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen gegen Braunschweig.